Supply, Elite, Ariel und Rhino. Habe ich im letzten Ariel eigentlich Ariel gespielt? Weiß es nicht. So wie ich mich kenne, nicht. Doch, bestimmt. Rhino hat Schaff dabei. Ariel hat Schaff dabei. Elite traue ich mich noch nicht. Nämlich Rhino. Wir spielen gegen Raketenwerfer und gegen den Marksman. Er ist Palmoa. Ja, Freunde, wir kämpfen gegen den Big Boss. Und er hat Raketenwerfer dabei. Und alles, um ein Schaff auszuschalten. Ja, vielen Dank auch. Defensiv. Ich meine, er wird Schaff holen. Ich kann Schaff fertig machen. Er ist eigentlich auch langsam. Ich glaube, es ist besser, ihn zu pushen. Und breit aufstellen, oder? Ich weiß, es wird unfassbar knapp. Oh nein, verschlug ich mich sogar. Alter, ist es heftig. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Okay, ihr müsst viel schneller werden, Freunde. Ihr müsst einfach viel schneller werden. Und lasst euch nicht vom Boss erwischen. Junge. Kriegst ja bei der ersten Runde schon einen Herzinfarkt. Ja, ich brauche auf jeden Fall Wespen und ich wollte auch Wespen spielen. Komplett aggressiv jetzt. Ja, ich hätte schon gern, dass der Boss hier mal ein Hallo sagt. Okay, er hat aber überhaupt keinen Bock drauf. Okay, und steuern kann ich die Wespen jetzt auch nicht so geil, aber ich will die hier auch nicht spawnen lassen, weil es zu lange dauert. Kommen sie bei mir. Nein, keine Wespen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann kriegen wir das. Die sind wenigstens abgelenkt hier erstmal. Guck mal, hier noch einer hier von auf der rechten Seite. Das wäre doch geil. Nächste Runde muss er sich hier drum kümmern. Wahrscheinlich mit einer Rakete. Jetzt kriegen wir einen Big Boss auch. Und wenn die ein Upgrade kriegen, könnte man hier auch dieses Field Maintenance spielen. Gut. Okay, ich sehe auf der rechten Seite jetzt noch einen Crawler. Oder auf jeden Fall rein. Er wird so safe den Flammenwerfer spielen. Ne? Diesen Flammenwerfer. Aber wenn er diesen Flammenwerfer spielt... Ich meine, der macht alles fertig. Der haut aber richtig rein, wenn der hier einmal in Action ist. So viel Kleinkram hat er nicht. Er will den spielen, glaube ich. Mal so.
Kommt er hier ganz langsam reingedackelt, Herr Dude. Hätte gesagt, hier noch. Von der Seite gerne. Oder ja, so schön mittig. Ganz gediegen. Die haben ein Upgrade. Die haben ein Upgrade. Okay. Nur diesmal kommen sie von hier und brettern einfach über euch drüber. Jetzt habe ich noch 50 über. Rakete oder? Also ich nehme die Rakete hier. Dann rennen die nämlich direkt nach vorne und werden von denen supported. Wo ist der? Ist er nicht? Okay, er hat die Kleinen genommen. Eigentlich auch ein schlauer Move. Dann ist er überall gleichzeitig. Und es sind Mustangs am Start. Okay, dann werde ich jetzt auch noch rasiert. Beides komplett gekontert. Nicht toll. Nein, das wollen wir nicht. Probiert aber nicht. Ihr müsst also langsam mal Updates kriegen hier. Okay, als erstes müssen die Tarantulas geupgradet werden. Hoffentlich ganz viel, ganz toll. Wäre cool, wenn er mal einen Rückwärtsgang hätte. Speed. Okay, beides hart gekontert jetzt. Dann würde ich sagen, dann das würde sich auch holen, ne? Ich brauche jetzt mehr Units auf dem Feld. Die müssen unfassbar spät zur Party kommen. Ich habe jetzt den Rhino. Der Rhino eben über links. Können wir uns das leisten? ...750, was machen wir jetzt noch? Auf jeden Fall hier das Upgrade vergeben. Ich glaube, Range. Ich weiß nicht, wie gut die gegen die Rhinos sind. Komm. Einfach mal zwei Rhinos hier, die ihn hier supporten, die ein bisschen schneller sind. Oh, sonstigen Schwachsinn, den man so tut, wenn man total in Panik ist. Besten. Ah, das sind meine. Nun gut. Okay, hier vielleicht auch ein Rhino. So. Geht, ne? Eins, zwei. Gut, die Raketen tun hier übriges. Jetzt aber schnell. Na gut. Wenn der mir jetzt mit Hackern ankommen, dann raste ich aus. Also diesmal ist Feuer geil, würde ich sagen. Er wird schilden. Ich würde sagen, mir ist das egal. Mir ist das egal. Ein Rhino noch auf der Seite. So. Und selbstverständlich, der vertickt. Jetzt könnten wir uns noch einholen. Und den Field Maintenance geben.
Funktioniert ganz gut scheinbar. Speed hätte ich schon noch gerne. Und hier. Weißt du was, ich hier nochmal rein. Support ihn aber nochmal hier. Eine Rakete. Line in Runde 5. Ist Line notwendig? Hast nicht gesehen. Bleib unter uns. Eine Atombombe. Wo war denn da eine Atombombe? Ich habe sie nicht gesehen. Ui. Er kann es gerne nochmal zuhauen. Dankeschön. Rein, Freunde. Danke. Ui. Also jetzt hat er eine Atombombe reingeballert. Ja, Anti-Air. Eine Festung mit Schild. Das UFO. Ich würde sagen, das UFO ist stark. Dann holen wir uns hier direkt noch ein UFO. Er kriegt ein Upgrade. Na gut. Die auch. Wir haben jetzt zusätzlich nochmal Wespen. Die kommen auch ganz nach hinten. Und ich glaube, er kommt ein bisschen verzögert rein. Gucken. Ja, die ganzen Dudes haben wir eben ausgeschaltet. Was wir tun können, ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr Panzerung reinballern. Habe ich schon Speed? Ne, ich nehme mal Speed einfach. Jetzt kommt wieder die große Leihfrage. Ich würde sagen, ich leih diesmal nicht. Feuerraketen. Ja, Freunde. Wäre super, wenn ihr den fertig machen würdet. Oder du. Was mit ihm? Ah ja, Field Maintenance. Wusste ich. Ja, das UFO, ne? Ja, geliehen habe ich schon. Irgendwas verticken, was garantiert drauf geht. Komm, wir ziehen hier nochmal richtig durch. Zack. Melter. Damit ist der dann raus, würde ich sagen. Der ist auch raus. Schwierig. Melter hat er mich natürlich jetzt richtig rangekriegt. Schild dabei. Ja, und hier nochmal Raketen vielleicht. Kommt drauf an, wie schnell wir jetzt hier durchpreschen. Das wäre natürlich ultra geil. Boah, die Wespen lenken ihn so lang ab.
Die Wespen lenken ihn so lange ab. Aber er stirbt trotzdem hier. Nun gut. Nun gut. Nicht, dass das jetzt hier nochmal... Ihr wisst schon. Okay, dann kommst du raus. Und dafür gibt's ihn hier. Ich muss es auf jeden Fall hier matchen, glaube ich. Nur das Problem ist, also hier kommt er jetzt nochmal, kleinen Scheiß. Habe ich ja jetzt hier überall. Aber ich glaube, ich brauche noch mehr. Ja. Zumindest hier. Und es wäre richtig geil, Raketen zu haben, ne? Aber wenn ich jetzt schon so reingegangen bin, dann mache ich einfach weiter. Und der kleine Scheiß hier, der muss weg. Dann noch... Oh, ich wollte noch Leinen und... Wir wissen schon. Die sind eh schneller. Ich würde sagen, das UFO, das können wir gerne noch mal ein Stückchen zurück. Wir haben jetzt einmal Range für die Melter. Ja, schade, ne? Also, der kleine Kram. Also, wenn die explodieren würden, das wäre mal geil, oder? Meinst du, das ist mein Finisher? Nächste Runde. Weil die Raketen werden mich jetzt machen, glaube ich. Oh, gibt's überhaupt eine nächste Runde? Okay. Okay. Nämlich doch die Herrschaften mit der Raketenabwehr. Auf jeden Fall hier nochmal Feuer. Oh, warte mal. Ah nein, das habe ich schon gekauft. Gut, gut, gut. Gut, gut. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas Geniales machen. Ah ja. Die Rhinos. Selbstzerstörung. Und dann Upgrades danach einfach fahren. Richtig Kleinkram weg hier. Der ultimative Monster-Finisher aller Zeiten. Lion. Schade, ich wollte ihn noch rausholen. 700. Ah, nein! Ah, nein! Jetzt habe ich ihn verkauft! Ah. Und die sind alle zerstört. Naja, die Crawler hätten wahrscheinlich wegen dem Feuer sowieso nicht so viel gemacht, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gut, die Rakete war gut. Und hier ist jetzt noch zu viel Chaff am Start. GG. Ach, man. Ja, da hat mir der Überblick gefehlt. Und die Zeit hinterher auch noch. 1000 Sachen gleichzeitig machen und dann nur eine halbe machen. Na ja, gut, 24 minus 1356. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Runde.